Willkommen bei Underdog Games. Bei mir auf diesem Kanal geht es um Automations-, Survival- und Open-World-Spiele. Tipps und Tricks, Guides, Let's Plays und so weiter. Wenn dir das Video gefällt, lass mir bitte ein Like da und wenn du mehr von meinen Videos sehen möchtest, gerne auch ein Abo. Und wenn du ein Abo dagelassen hast, darfst du auch mit uns hier durchs Gebüsch rutschen. Ja, wir spielen Satisfactory und das ist die Folge, ich meine, 44 und wir sind am Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk, das Spiel mit der vielen gesunden und umweltfreundlichen Kohleerzeugungsmaschinerie, Strom, Dingsbums. Ja, da ist es, es qualmt vor sich hin und es qualmt leider nur zu ein Viertel vor sich hin, drei Viertel. Der Rest ist aus, genau wie die Kamera, die ist jetzt an, guten Tag. Und das bedeutet, wir müssten diese drei bzw. vier Lümmel noch zum Qualmen bringen. Angeschlossen ist noch nichts. Das müssten wir noch machen. Wir müssten ein paar Splitter setzen und dann müssten wir mehr Kohle beischaffen. Denn die Kohle, die hier ankommt auf den drei Zulieferbändern, die ist quasi... Was denn jetzt? Der rote Salon oder was? Die ist quasi brutto für netto. Das ist so, wie wenn ich arbeiten gehe. Das Geld kommt rein und... Oh. Und geht hin und wieder raus. Aber das stimmt gerade gar nicht. Es geht nicht hinten wieder raus. Es ist ein bisschen was Gestopftes. Okay. Oder ist es wirklich genauso, wie ich sage? Naja, es sammelt sich nichts dazu. Es kommt nichts dazu. Es wird quasi, wie ich gesagt habe, brutto für netto rein und raus. Und deswegen müssen wir das ändern. Wenn wir jetzt hier noch einen weiteren Strang dranhängen, dann haben wir das Problem, dass die natürlich leer gesaugt werden, dann geht nichts mehr. Deswegen habe ich diesen netten Anschluss hier gemacht. Und ich habe hier diese netten, wunderschönen Bänder, die alle zu langsam sind. Und ich habe ganz da hinten und dann, ganz Auto kaputt gekloppt. Hey Dude, wo ist mein Auto? Und so heißt der Film. Und dann werden wir jetzt mal dahin das Zeug beschleunigen. Und gucken mal, was wir rausholen können. Und zwar müssen wir mal zusammenrechnen, was wir jetzt haben mit den Dreien. Und dann bräuchten wir ein Viertel mehr. Das ist wieder Logik, ich weiß. Aber so wird es was in meinem Kopf. Wir haben hier 60 pro. Die sechste Reihe kann ich, das ist gut. Das heißt 6, 12, 18. Und wir bräuchten eigentlich 240 auf allen Bändern verteilt. Weil das letzte Vorkommen da hinten, das vierte, was ich eigentlich eingeplant habe, ist immer noch mit einem großen Stein zu. Das müssen wir wohl irgendwie aufsprengen. Also, wir kopieren uns mal diesen Miner, graden den in 2 ab und stellen ihn drauf. Jetzt gucken wir, was der in standardmäßig bringt. Der macht jetzt 120. Der macht quasi das mehr, was wir eigentlich brauchen. Haben wir schon. Ich bin eine krasse Maschine. Das ziehen wir hoch. Also, wir machen das Band jetzt schneller. Moment, das ist jetzt. Jetzt zeige ich euch mal, wie wir hier einfach schnell flotti karotti Strom machen können. So, also hier gibt's mal Turboband. Bis nach Hause. Also bis nach Hause. Nicht bis nach Hause. Hier bis zum Kraftwerk. Schöner wäre es nicht gewesen. Ich hätte es da drüben genommen, ne? Naja, gut. Jetzt machen wir es hier fertig. Jetzt haben wir angefangen. Jetzt müssen wir noch durchziehen. Hoffentlich reicht der Stahl. Es könnte eng werden. 57 Stahl haben wir noch. Denn wenn wir natürlich nicht schnell bis hinten hinkommen, bringt uns das nichts, wenn wir es da vorne rausziehen ohne Ende. 9. 4. Fuck off. Fuck off. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt Scheiße. Okay, wir brauchen mehr Dings. Und, weil dann könnte ich gerade hier einen Splitter hinstellen, könnte es rausziehen, könnte es da reinschieben. Und wir könnten hier hinten den Anschluss fertig machen. Und dann hätten wir quasi, der ist sogar schon dran. Krass. Das heißt, wir hätten quasi dann unser anderes Ding, was wir befeuern können. Das bedeutet, wir rennen mal schnell los, holen uns noch schnell, geschwind, den Kram. Und genau. Ich produziere heute die Folge vor für morgen. Ihr seht es jetzt quasi am Mittwochnachmittag. Warum? Weil ich Mittwochnachmittag down sein werde. Mein Internet ist weg. Die Telekom hat mir geschrieben, dass es schon am Mittwoch geliefert wird alles. Und ich werde natürlich dann schon alles anbringen. Mit Antenne, mit Bums und Dings und Kabel und Router neu und das und jenes. Und da weiß ich genau, wenn ich sowas mache, es wird nichts am Tag mit Videos. Deswegen mache ich heute Abend noch für euch gleiches T-Shirt wie im Pool. Heute Abend noch die Folge, dass wir morgen quasi
entspannt gucken könnt und ich entspannt schrauben kann. Und wenn es dann tatsächlich so schnell wird wie versprochen, dann bin ich unglaublich glücklich. Oh fuck. Hui. Ich hab festgesteckt. Ich habe zwischen einer Leiter und einem Stück Metall gesteckt. Okay. Wir fahren rüber. Wir holen uns Stahlbarren. Haben wir nicht so viele, aber wir haben welche. Wir müssen nochmal verbessern. Die Produktion ist eine Katastrophe. Wir sind ja überall nur. Wir pfeifen schon wieder nur auf dem Loch. Aber ist, irgendwann wird's. Irgendwann werden wir mal diesen Punkt haben. Diesen. Wie sagt man? Break-even oder so. Und dann werden wir, ja, auch mal hoffentlich was einfahren und übrig haben und so. Gut. Ich überlege gerade. Hat geklappt. Ich bin nicht runtergefallen. Normal falle ich da mal runter. Diesmal nicht. Eine schöne Ankunftsrampe hier. Und juhu, wir sind zu Hause. So, das heißt, wir brauchen Stahl. Wir brauchen... Eigentlich brauchen wir nur Stahl, ne? Wir bräuchten viel Stahl, weil wenn wir viel Stahl hätten, könnte ich hinten auch noch hergehen, könnte. In der Theorie zumindest. Ich mach mal kurz eine Lampe hier hin, okay? Das hat mich so geil gemacht, diese Möglichkeit mit den Schildern. Wir nehmen erstmal das Zweierschild. Was gibt's denn da noch? 2x1 oder 2x2? Das ist wie so eine Lampe, okay. Stellen wir es mal so hier hin. So. Jetzt konfiguriere ich das mal um. Ich kenne so ein Sonnengelb. So. Und jetzt hier, ja. Okay. Auswählen. Und da hätte ich natürlich gern kein Bild. Gebäude, Bild auswählen. Kein Bild. Bild auswählen. Und fertig. Wir haben eine wunderschöne Ecklampe. Und wenn ich die jetzt mal hier kopiere. Ich weiß, wir machen gerade Strom, aber das Strom ist so einfach, dass ich das jetzt mir jetzt hier erlauben kann. Wenn ich jetzt hier eine hier hinhängen würde. Wo ist denn hier Ende? Hier. Hier. Drehen. Jetzt hier runterziehe. Dann müsste ja theoretisch die Lampe hier reinleuchten. Jetzt kopiere ich den Wert da rein. Bam. Wir haben etwas Licht, aber wenn ich das jetzt noch heller mache. So. Glänzend. Ich weiß jetzt nicht, was das viel mehr bringt. Ey. Brutal. Wenn ich die hochdrehe, geht die auch nochmal. Wenn man eine matt, eine glänzend, dann gucken wir uns das mal an. Es gibt sich nicht viel. Ich glaube, es gibt sich nur was, wenn da ein Item drauf ist. Ja? Guck mal, was das für eine krasse Lichtausbeute ist. Für nichts. Auch hier oben, wie das hier oben noch scheint. Es schattiert. Das Geländer ist geschattet da oben hin. Das ist das, was diese Muster da oben macht, von dieser Lampe. Oberschräg. Also, so machen wir es. So können wir unser Dings ausleuchten. Die baue ich wieder weg. Jetzt der Schatten da oben weg. Aber das beleuchtet uns den Weg hier, die Straße. Also, super geil. Okay. Huckelt es? Ne, es huckelt nicht. Ne? Läuft hoffentlich flüssig. Ich nicht hoffen für das Spiel. So, wir holen uns Stahl noch. Ein bisschen Stahl. Also, der Tipp ist wirklich ein toller Tipp. Ja, die anderen Tipps sind auch toll, ich weiß, ja, natürlich. So, holen wir uns hier Stahl raus, was da reingelaufen ist inzwischen. 110, das reicht natürlich jetzt für diesen einen Strang. Ich hätte gerne eigentlich da hinten die andere Seite auch noch upgraded, wenn ich ehrlich bin, aber wir haben zu wenig Stahl. Schade. Schade, schade. Um den zweiten Strang auch noch vorzuziehen. Dann machen wir es da eben mit so einem Deckenlift. Und wenn später das drin zusammen vorgezogen wird und der nächste Anschluss ist, dann machen wir alle einzeln. Aber das ist okay. Das kriegen wir schön sauber da unten gelöst im Keller vom Kraftwerk und dann ist es gut. So, ich probiere es jetzt nochmal. Vorhin habe ich abgekackt. Boah, das könnte klappen. Ja, yeah, hat geklappt. Da hoch bitte. Es hat auch noch geklappt. Jetzt habe ich einen Run, hey. Aber jetzt. So, wir fahren zurück zum Kraftwerk. Licht aus, Energie sparen. Fahren wir bergab schneller. Sieht man über die Geschwindigkeit? Nee. Okay, aber es ist ein sicheres Reisen. Es ist ziemlich gleichmäßig. Kann sogar was trinken dabei. Boah, es ist kalt. Mich am Arsch. So, okay. Die Strommasten hier unten, die können wir mal wegmachen bei Gelegenheit, weil die stehen hier nur dumm hier rum. Die haben ja gar keine Funktion mehr. Wir sind ja völlig jetzt auf Hochmast-System umgestiegen. Aber gut, nicht alles auf einmal.
erstmal jetzt da unten die anderen AKW-Dinger noch anschließen, die anderen Kraftwerke. 4 Stück, alle leuchten sie noch rot. Wenn wir fertig sind, leuchten die Ritze grün. 3, 2, 1, ausklinken. Oh, gut. So, das ist langsam. Hier ist es noch schnell. Wir sehen es an der Seite, die Striche. Und hier wird es langsam. Was brauchen wir? Oh, ein Hund ist wach. So, also hier läuft der Scheiß rein. Und zwar ziemlich flott. Und dann muss er hinten bitte... Also wir lassen ihn hier noch reinpuffern und dann rüber. Ja, das können wir auch mal ankommen. Also, Organisation, nein, Logistik. Spieliter. Förderbandsplitter. Wo würde denn der rasten? Er würde hier rasten, oder? Er würde hier vorne rasten. Dann machen Sie hier vorne. So. Lift nach oben. Ein Treppen. Oh. Jetzt, oder? Jetzt mal ehrlich. Ist doch voll scheiße. Wie soll ich denn das da raussplitten, ohne dass es scheiße aussieht? Oh Mann. Nee, dann mache ich es anders. Dann mache ich es anders. Wenn es so scheiße aussieht mit dem Links, dann mache ich es so scheiße wenigstens. Weil ich meinen Scheiß machen kann ich selbst. Ne? Sieht jetzt nicht ganz so beschissen aus. Und dann haben wir 1, 2, bis wir reinkommen. Und dann gehen wir hier rum. Gehen von mir aus direkt runter. Okay, und rein. So, das bedeutet, dadurch, dass da so viel geflossen kommt, müsste jetzt hier eigentlich, wenn der Splitter funktionieren würde, müsste hier eigentlich das Zeug geflossen kommen. Aber er macht es nicht. Das habe ich schon mal gehabt vorhin. Obwohl ich ihn auf das Band gesetzt habe. Ich habe ihn nicht auf den Boden gesetzt. Ich gucke so auf den Boden immer, wo ist die Rastung. Und dann gehe ich aber hoch ins Band. Nochmal. Jetzt kommt's. Alles klar. Mir kommt's. Es ist gekommen. Es wird kommen, werden, tun. Und auch hier würde ich sagen, hängen wir doch mal eine schöne Lampe hin. Es ist ziemlich sackdunkel. Quadratisches Schild, hier so vor den Eingang, wo das Zeug reinfließt. Hier hin. Bäm. Dann machen wir doch vielleicht mal was Schönes sogar. Da können wir was Schönes machen zur Abwechslung. Hängen da mal da oben. Hier ist Ende. So, hier. Also da hoch. Eins. Zwei, drei, vier Stückchen Kuchen, wo wir beim Thema... Helmut, 4 Stückchen Kuchen. Das geht nicht, das ist doof. Da. Wir können auch Alkohol in den Kuchen machen, wenn du willst, kein Problem. Wenn es dann besser ist, ist es keine Frage. So, einmal 1, 2x3 Meter. Boah, das ist noch größer. Gucken wir mal. Ich will mehr Licht ausbeutest. Je mehr Licht ausbeutest, desto schöner ist es. Dann hängen wir den mal hier hin. So. Oder eins hoch. Eins hoch. Und jetzt gehen wir dem. Gucken wir erstmal, wie es jetzt hier aussieht. Macht schon mal ein bisschen buntes Licht, ne? Wie man sieht. Ein bisschen so. Ganz leicht. Jetzt tunen wir das Ding. Also, Ausbeute, volle Kanone. Wir sind hier im Kraftwerk. Das ist für mich grün. Habe ich ja gesagt. Das Tuning, beziehungsweise das Fein. Abgestimmte wird nachher ein schönes grünes Kohlekraftwerk. Hintergründe keinen. Auswählen und fertig. Boah, ist ja bitterböse. Da ist noch Text drauf. Text machen wir aus. Und das Grün ist zu hart. Das geht nicht. Ein helleres Grün. Okay, das sieht scheiße aus. Dann nehmen wir eben ein Gelb oder ein Orange. Nehmen wir ein Orange. So. Auswählen. Das ist ein bisschen sonnenfarbig. Das Ding ist ja eben, die Lampe ist genauso groß wie die andere Lampe, nur hat die ja eben unten drunter noch ein Textfeld. Das heißt, wir können uns diesen 1 Meter Lampe sparen und können die 2 auf 2 Meter Lampe nehmen. Aber wir sehen,
wie krass das schon funktioniert. Ich baue jetzt nochmal die dahin. Nee, stopp. Ich baue die dahin. Mal hier so auf die andere Seite. Und ziehe die auch mal so weit runter, wie es geht. Jetzt kopiere ich die Einstellung mal schnell raus hier. So, ich mal rausgucken, wo es an einem vorbeiläuft. Ich bin so ein neugieriger Vogel. Und kopieren. Aber irgendwie ist es nicht so schön. Warum ist es nicht so schön? Das ist die andere Farbe. Ich muss die Einstellung kopieren hier. Copy. Und paste. Hä? Einstellung eingefügt. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss nochmal... Ach, es geht nicht, weil es ein anderes Schild ist. Ich verstehe. Klar, logisch, das ist ein anderes Schild. Das, da gehen die Einstellungen nicht zu kopieren, weil es ist ja noch Text dabei. Und deswegen macht er das nicht. Das ist das letzte Schild, was ich genommen habe, was passend ist. Und somit dann hier, ja, alles klar. Verstehe ich. So, jetzt haben wir auch ein richtiges Licht. Das strahlt auch. Wir sehen hier unten, wir können was sehen. Ja, also, ist schon mal nett nix, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal hier rein, ob sich da was sammelt. Da sammelt sich Material, weil es hier nicht hoch kann. Wie dunkel es hier ist. Wie krass. Wenn man mal guckt hier, hat man so ein bisschen so gute Arbeitsumgebung, ne? Wenn man hier guckt, dunkel. Ja, das kann ich so nicht lassen. Noch eine Lampe bitte. Achso, und die Einstellung kopieren. Moment, Einstellung auch noch kopieren. Von der hier, weil die bauen wir. Mit der bauen wir jetzt immer. Es sei denn, die anderen Lampen werden noch viel schön größer. Also die anderen Schilder natürlich, Entschuldigung, nicht die Lampen, Schilder. So. Und jetzt, dahin bauen. Muss ich mal kopieren. So, jetzt habe ich es aber. So, jetzt da eine Decke. Und runterziehen. Und die Einstellungen einfügen. Bam. Schon sehen wir hier was. Super geil. Super, super geil. Kann ich das eine neben dran hängen? Ist dann noch heller? Achtung. Und. Einfügen. Ich füge von hinten ein, dann sehen wir es auch, wenn es heller wird. Achtung. Boah, es ist so heller geworden. Gut. So, wir haben da Kohle drauf. Das ist jetzt kein Zweierband, kein Dreierband. Das ist alles eins. Aber das ist nicht schlimm, weil es muss ja nur 30 transportieren pro Minute. Das ist alles in Ordnung. Denn da oben verbrauchen wir auch nicht mehr. Dann bauen wir jetzt uns hier oben aus dem Ausgang natürlich hier diese schönen Teile hier drüben hin. Diese wunderschönen Teile. Ich will echt gucken, dass ich wieder schön die Striche kriege. Wir sind weiter noch weg. Manchmal ist ein weiterer Abstand wie im Kühlschrank. Wenn man im Kühlschrank nichts findet. Hier. Auch da wieder über Eck. Na komm schon. Da war was. Da ist was. Da. Zwei und noch eins. Der letzte geht hier direkt rein ins Kraftwerk. Band. Band. Und noch ein Band. Das sind schon drei Bänder. Ich weiß, ich baue jetzt MK3 Bänder, aber das ist egal. Es wird ja eh alles upgraded, wenn wir mal auf drei. Bedeutet jetzt, die müssten theoretisch Wasser haben. Das haben sie. Und sie verbrennen jetzt Treibstoff. Die laufen jetzt so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, so auf... Naja, wie soll ich denn sagen? Es läuft ja alles so ein bisschen auf Notstrom irgendwie. Versteht ihr, wie ich meine? Also, irgendwie ist es ja genauso von der Hand in den Mund, wie hier gearbeitet wird, gelebt wird mit den Bändern. Es ist genau so, dass es klappt. Du musst nur irgendwo ein Tierchen auf dem Förderband dazwischen klemmen, das ist Feierabend. Aber okay, wir vertrauen der Sache einfach mal. Ich grade den mal ab und gucke mal, was ich unten rausholen kann, aber das bringt ja nichts, es kommt ja nicht schneller raus. Ist ja alles gut. Okay, wir können theoretisch dann hier noch auffahren, wenn wir das wollten. Letzten und
den auch noch. 3 und hier 3. Die Lampen sind geil. Ehrlich. So. Jetzt wird hier rausgefeuert, wird auch oben reingefeuert. Das macht natürlich die Zulieferung nicht mit, weil die Zulieferung ja 60 insgesamt liefert, 120 insgesamt liefert, aber hier ja nur die Hälfte quasi abgenommen wird, weil die andere Hälfte gerade ausfließt. Gut. Sollte funktionieren. Wir haben jetzt mehr Strom. Wir gucken mal rein, was wir an Strom haben. Warum laufen die überhaupt noch mit hier, die Dinger? Das verstehe ich nicht. Ich klemme die mal ab. So. Abgeklemmt. Jetzt sind noch die Kraftwerke dran. Wir lesen mal einen Strommast aus, dass wir was wissen. So. Wir haben Produktion. Jetzt ist die Produktion und die Kapazität die gleiche. Okay. Der maximale Konsum ist 1100. Das heißt, wenn alles mitlaufen würde, hätten wir nicht die maximale Kapazität erreicht. Das ist in Ordnung. Ja, ist zwar im Moment nur so, wenn wir jetzt irgendwas Großes bauen, dann sind wir wieder im Arsch. Also wir rennen jetzt quasi immer dem Strom hinterher. Das ist natürlich dumm. Da müssen wir immer uns einfallen lassen, dass das nicht passiert, dass wir nicht immer dem Strom hinterher rennen, weil das wäre ja Wahnsinn, wenn wir jetzt immer wieder das Ding upgraden müssen, wie blöd. Nur, dass wir, ja, ihr wisst schon. Mehr Kohlekraft, ha? Ich meine, die Kraft, die Dinger, dann geben sie ja her. Wenn wir die upgraden hinten alle auf MK3, MK2, dann haben wir im Standardmodus hin bei 100% überall 120. 120, 240, 360. Das wäre ja schon mal was. Aber wo können wir da oben noch mehr hinbauen? Ich finde, das Kraftwerk sollte so bleiben, wie es ist, weil, pff, wo wollen wir denn noch damit hin? Oben drüber oder was? Ich bin ein bisschen mit Fragen über Fragen. Kennt ihr ja bestimmt die Sache. So. Aber die laufen alle. Okay. Können wir Stromspeicher bauen? Wenn ja, baue ich welche hin. Die uns helfen, die Pumpen anzusteuern. Gucken wir mal. Strom. Energiespeicher, ja. Aber keine Schalter. Wir haben auch keine Scheiße und keine Statoren dabei. Okay, gut. Was brauchen wir denn eigentlich da einen Stator? Verstehe ich jetzt technisch überhaupt nicht. Aber nun gut. Der backt hier rum. Hinfort mit dir, du Wesen. Mach dich ab. Was droppt der eigentlich? Man rennt da schneller, wie die Munition fliegt. Oh, getroffen. Nicht getroffen. Gut. Wir sollten uns mal Gedanken machen. Ich sollte mir Gedanken machen, was wir diesem Kraftwerk hier machen. Auf jeden Fall sollen wir es erstmal schön machen, finde ich. Wenn es nicht schön ist, dann ist es blöd. So, und das ist nicht schön. Das ist ein zusammengeschustertes Ding, was nichts kann. Also, es macht Strom, aber es sieht nichts aus. Ich überlege mir mal was. Fakt ist, wir müssen das alles ein bisschen aufbohren. Vielleicht bohren wir auch einfach das, die Kohle, also die Dings auf. Oder wir setzen nochmal eine ganze Batterie an Kohlekraftwerken, also an Generatoren, davor. So dass wir quasi alles verdoppelt hätten. Dass wir so ein Block A, Block B machen. Das würde vielleicht sogar ganz cool aussehen. Das wäre, glaube ich, eine gute Sache, dass wir alles quasi 1:1 rüber kopieren. Die Mauer hier wegmachen da, das Zeug hier, die Wand. Und dann dementsprechend, ja, so machen wir es ja wahrscheinlich auch. Das wird was werden. Da kann ich mich mit abfreunden. Dass wir hier die Mauer wegmachen. Tutti completo. Hui, hui, hui. Und dann da quasi, wo der Boden ist, einen Durchbruch machen. Und das ganze Ding nochmal zu uns versetzt einmal drauf bauen. Die Pumpleistung erhöhen. Oder mehr Pumpen dran bauen. Weil oben drauf sieht scheiße aus. Wenn wir da oben drauf was drauf bauen, da oben sind die Schornsteine. Ich wollte die schön einpacken, dass es cool aussieht. Und das müssten wir dann schon so machen, aber. Ja, so machen wir es. Alles klar. Wir verdoppeln das Kohlekraftwerk. Die Kohle ist kein Problem zu verdoppeln, die da ankommt. Und mit dem Wasser muss ich mich mal schlau machen, wie das läuft. Ich vermute, dass wir mit den Elektroschnecken
die Energie steigern können, und zwar massiv, ich vermute, also das Wasser, was da rauskommt. Oder die andere Variante wäre natürlich, noch weitere Pumpen zu bauen, ja, wenn zu wenig Wasser da ist. Müssen wir gucken. Alles klar, gut. Also, das war jetzt erstmal, wir haben genug Strom, dass wir nicht abkacken. Aber wir haben nicht genug Strom, um hier alles groß auszubauen. Ja, das fehlt halt. Das muss auch mal weg hier, das ist doch alles alt noch vom Anfang. Warum ist das denn übrig geblieben? Das ist alles Rohstoff. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, ja, 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 ja. Ah, wenn man nicht alles überwacht und selbst macht, ne? Wer war denn hier wieder gewesen? Hat Quatsch gemacht. Ja, gut. Nee, also, das läuft, das funktioniert. Strom ist da, aber wir müssen immer wieder etwas größer denken. Und von Anfang an am besten schon gleich größer denken. Denn das ist ja leider sonst ein totales Hinterherrennen-Ding. Wenn wir jetzt diese eine Schnecke, die wir einstecken haben, da reinstecken. So, momentan braucht er 5 Liter pro Minute. Das sind 4 Stück. Das sind insgesamt 60, ist klar. Das heißt, Kohle geht hier auf. Es sei denn, wir würden sie verdoppeln. Ich baue mal noch eine Schnecke schnell. Nur um sich die Frage hier zu beantworten. Eine Werkbank. Und dann erzeugen wir eine Elektroschnecke. Achtung, pass auf, wir erzeugen ein Energiefragment. Nicht genug Platz im Inventar. Okay. Das ist wohl das geringste Problem. Ich habe die Schnecke weggeschmissen. Wir machen 75 Rohre weg. Jetzt aber. So, wenn ich das jetzt reinstecke. Ich weiß, dass hier nicht genug Kohle da ist. Ich habe alles im Griff. Sehr wahrscheinlich. Aber ich möchte einfach wissen, wie viel Wasser nimmt das Ding auf? Momentan 45. Dann 68. Und wie viel Kohle? 100. Ne, 22 pro Minute. Wenn ich 1 hochsetze, brauchen wir 22. Okay. Ja. Also die Produktion wesentlich höher. Also es ist wesentlich höher. Wir sehen ja, was da passiert hier. Ja, Produktion. Kapazität. Achtung. Hochtriggern das Ding. Kapazität steigt auch. Maximaler Konsum steigt nicht, weil wir dadurch nicht mehr Strom verbrauchen. Ja, okay, ist logisch. Okay. Ich kann das so nicht laufen lassen, muss es rausnehmen. So läuft es ja gesund. Funktioniert. Aber ich muss mir Gedanken machen, wie wir das grundsätzlich herstellen wollen. Und ich würde sagen, wir machen die einfach dann einfach. Wir machen hier nochmal eine komplette Bank davor und machen hier ein riesiges Kohlekraftwerk mit der doppelten Menge. 2, 4, 6, 8 Stück. Das sind 16, 16 und 16, 32, dass wir 32 Generatoren stehen haben. Das soll dann erstmal vielleicht für die nächste Zeit reichen. Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir haben ein weiteres Projekt, ein weiteres wunderschönes Bauprojekt. Und dann müssten wir das hier auch mal zumachen, damit es einfach schön aussieht. Ich bin mir so unschlüssig mit dem Ding. Ich war noch nie so unschlüssig mit so einem Kraftwerk, wie ich jetzt hier bin. Weil ich es besonders schön haben will. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen gelähmt und mache eigentlich nichts. Das ist auch falsch. Gut. Okay, in diesem Sinne. Da war jetzt viel Dramatik in der Folge. Aber manchmal muss ich mir einfach auch Gedanken machen. Live. Im Video. Wasser ist grün, war es immer so grün oder ist es jetzt erst grün geworden durch meine Pumpen? Ist da ein Fischi drin? Nein, kein Fischi drin. Ja. Oh, scheiße, gell? Schon ein bisschen scheiße. Naja, gut, wir werden sehen. Danke, bis dann.